Glauben Sie, dass Ihre Vertriebsteams schon alle Potenziale am Markt ausnutzen? Wir sind eine Lösung für den Projektvertrieb, die Ihnen hilft, sämtliche relevanten Projekte zum optimalen Zeitpunkt zu erreichen. In diesem Video stellt Ihnen unser Produktexperte Jerome Stockinger live die Buildingradar-Plattform mit allen Vorzügen des neuen Designs vor. Sie werden Schritt für Schritt durch das optimierte Design und die neuen Funktionen geleitet, sodass Sie leicht neue Bauvorhaben in Ihrer Zielregion finden. Lernen Sie unsere automatisierte Bauprojektaktualisierung kennen und bleiben Sie immer automatisch auf dem neuesten Stand. Verpassen Sie keine neuen Informationen zu Ihren favorisierten Projekten. In nur 15 Minuten erfahren Sie, wie die Buildingradar-Plattform Ihnen Mehrwert bringen kann und Sie diese optimal nutzen. Viel Spaß! So, jetzt haben wir das Punkt. Dann würde ich loslegen. Erstmal für alle, die noch dazugekommen sind, schönen guten Tag. Mein Name ist Jerome Stockinger. Ich bin einer der Produktexperten von Buildingradar und freue mich heute in den 15-minütigen Webinar, Ihnen einen kurzen Einblick auf unsere Plattform geben zu können und auch für die Leute, die uns vielleicht noch gar nicht kennen, einfach mal zu sehen, woher wir kommen, wo wir uns auch ein bisschen unterscheiden zu unseren Marktbegleitern. Und freue mich darauf, Ihnen jetzt mal kurz die Plattform zeigen zu dürfen. Generell, warum gibt es Buildingradar? Also generell diese Recherche nach Bauprojekten wird ja schon seit Jahrzehnten manuell gemacht auf dem ganzen Markt. Es gibt sogar eine Firma in den USA, die das seit über 100 Jahren macht, diese Baurecherchensuche. Und damals war der Herr Inninger, einer der Gründer von Buildingradar, eben selbst in dieser Lage, wo er Architektenrecherche machen musste für einen sehr renommierten Teppichfliesenherstellerfirma und hat da eben schnell gemerkt, dass allein dieser Faktor Zeit ihm da nicht ganz in die Karten spielt, weil er einfach die Sachen, die er heute recherchiert, teilweise nächste Woche schon nicht mehr aktuell sind. Und die haben sich überlegt, wie kann man das denn irgendwie automatisiert abbilden und haben sich dann Gedanken darüber gemacht, das über einen Algorithmus zu machen, weil dieser Algorithmus das wesentlich effizienter und genauer machen kann, als Sie und ich das tun können. Und haben dann sind dazu eben gegangen, dass sie das mit einem Algorithmus jetzt abwickeln. Hier haben wir unten auch schon sehr viele Kunden, die schon sehr erfolgreich mit uns zusammenarbeiten. Das sind auch komplett unterschiedliche Use Cases, die wir hier haben. Was diese Firmen allerdings alle zusammen haben oder gemeinsam haben, dass sie frühzeitig an diese Bauprojekte ran wollen, am besten eben vor der Ausschreibung, um da eben die Bauherren oder Architekten entsprechend beraten zu können. Nochmal auf das Thema Frühzeitigkeit einzugehen. Das Gute ist eben, dass wir nicht nur in diesen Ballungszentren, sage ich mal, Echtzeitdaten generieren können, sondern auch eben in kleine Gemeindeblättern, wenn sie dort nicht ansässig sind, wo sie eigentlich gar nicht wirklich mitbekommen, dass da was entwickelt wird. Und es sind vor allem auch solche Meldungen, zum Beispiel wie der Gemeinderat beschließt jetzt da eine neue Gewerbegebiet zu erschließen oder eben auch diese Architekturwettbewerbe, die häufig immer in der Presse mitgeteilt werden. Und die können wir eben in Echtzeit auslesen und Ihnen dann auch in Echtzeit zur Verfügung stellen. Das Gute ist auch, dass wir nicht nur auf eine Region begrenzt sind, also der Algorithmus kann Deutsch und Englisch und für diese Märkte finden wir auch diese Frühindikatoren von Projekten. Wir sind 2015 sind wir gegründet worden, sind jetzt hier am Standort München, um die 60 Mitarbeiter und haben eben die Möglichkeit, da am Tag über 1 Million von Artikeln auszulesen. Das sind größtenteils vor allem auch Zeitungsartikel, aber auch Pressemitteilungen von Planer oder Entwicklern, um da eben diese Frühindikatoren für Sie herauszufinden, um dass Sie dann eben dort rechtzeitig Ihren Sales starten können. Gut, dann war es das hier zu der Vorstellung. Dann würde ich, denke ich mal, auf die Plattform gehen und dann schauen wir uns einfach mal ein paar Projekte an. Genau, hier haben wir den Posteingang. Also der Posteingang, ich denke, das erinnert hier viel von der Aufmachung her so ein bisschen wie Outlook. Generell ist es auch ein bisschen so organisiert, es ist relativ leicht gehalten, soll einfach schnell in den Alltag integrierbar sein. Wir wollen nicht, dass Sie hier irgendwelche Suchen rumbasteln oder selbst suchen, sondern wir würden das hier für Sie genau anpassen, so wie Sie das wollen. Und diese Postfächer, die sind auch je nach Mitarbeiter oder Region auch individuell anpassbar, soll einfach auch den Vorteil haben, dass hier, wie gesagt, nur Projekte reinkommen, die für Sie eine sehr hohe Relevanz haben. Und da müssen wir einfach noch besser verstehen, was so ein High-Potential-Projekt für Sie beispielsweise ist, damit wir dann hier entsprechend diese Suchen mit unserem Team hier gemeinsam eben für Sie aufsetzen können. Wir haben dann hier eben den Posteingang. Hier können wir auch mal auf einen Filter gehen und sehen dann hier jetzt beispielsweise Büroprojekte. Ich habe jetzt hier mal in dem Filter Büroprojekte gesucht in der Planungsphase in Deutschland und können dann hier rechts rüber auf den, das ist wie eigentlich wie eine E-Mail, die da hier in den Posteingang gespielt wurde. Hier sehen wir ein paar kleine Informationen, wie das dort geplant wird in Rheinland-Pfalz. Wir haben hier den Baubeginn 2021 und zusätzlich konnten wir eben auch 3 Unternehmen extrahieren, die anscheinend hier an dem Bau beteiligt sind.
Hier auf der rechten Seite sehen wir dann nochmal genaue Informationen. Wir haben hier auch nochmal so ein Rendering, was wir abbilden können. Wenn wir in der Zeitung da so ein Rendering haben, können wir das auch in dem Lead direkt abbilden. Wenn wir weiter runtergehen, sehen wir hier zum Beispiel die Baustelleninformationen. Und hier können wir eben noch zusätzlich die beteiligten Firmen, die in diesem Text erkannt werden, auch gleichzeitig mit anzeigen. Und hier arbeiten wir mit der Google API. Das ist eigentlich so eine der zuverlässigsten oder größten Datenbanken, wenn es um Firmendaten geht. Und können hier eben dann entsprechend zum Beispiel die Straße oder die Webseite von dem Architekturbüro mit angeben, damit Sie hier eben für die Erstansprache schon mal die ersten Daten haben. Zusätzlich haben wir hier die Möglichkeit, eben auch sich Kommentare zu machen. Also wenn Sie hier den Akquiseversuch probieren, können Sie sich hier Notizen machen, können aber auch gleichzeitig beispielsweise Ihre Kollegen taggen, dass die eben eine Nachricht bekommen, dass wir hier jetzt zum Beispiel einen spannenden Lead haben und können eben auf den Lead gleich untereinander auch noch kommunizieren. Zusätzlich können wir natürlich hier unten auch noch in die Quelle reingehen, woher der Algorithmus das gefunden hat. Und hier ist es jetzt zum Beispiel auch der Fall gewesen, dass wir hier das aus dem Lokalkompass eben haben. Am 17. haben wir das gefunden hier und sehen hier eben auch noch mehrere Informationen zu dem Projekt, wenn Sie das nachlesen wollen. Und wir haben hier eben dann auch die Möglichkeit, in dem Text nach gewissen Schlagwörtern zu suchen. Wenn Sie sagen, für uns sind zum Beispiel Projekte sehr interessant, die nachhaltig gebaut werden, weil wir Produkte dafür haben, die da perfekt passen, dann können wir da genau mit den Filtern die so weit einschränken, dass wir uns genau auf diese High-Potential-Projekte für Sie eben konzentrieren. Da habe ich nachher auch nochmal ein Beispiel mitgebracht, das können wir uns im Detail nochmal angucken. Generell ist der Gedanke dann so gedacht, dass man sagt, okay, man hatte dieses Projekt, das ist für mich jetzt interessant, das ist ein Bürobau, ich bin jetzt beispielsweise ein Fassadenhersteller, das schaut ganz gut aus, das will ich jetzt weiterverfolgen. Dann machen wir, okay, interessant, und dann verschwindet das hier aus dem Interessant, aus dem Posteingang und wird dann in dem Interessantordner abgelegt, damit Sie hier eben am Ende des Tages, wenn wir jetzt sagen, okay, das Projekt ist beispielsweise jetzt auch noch spannend, da waren wir jetzt hier, können wir auch die Vorschau gehen. Haben dann jetzt hier auch nochmal festgestellt, okay, das ist groß genug, das sind 42.000 Quadratmeter, das wollen wir auch mitnehmen. Auch interessant, dass das am Ende des Tages dann so aussieht. Soll einfach sicherstellen, dass alle Ihre Leads abgearbeitet sind und dass Sie dann noch in den Tag starten können, wie Sie, wenn Sie Ihre E-Mails gecheckt haben. Und hier können Sie dann mit dem Interessantordner weiterarbeiten, um dann hier eben die Akquise zu organisieren. Zusätzlich können Sie aber hier auch Ablehnen drücken. Das ist auch für uns immer ganz wichtig, dass Sie das machen, wenn Sie mit unserer Plattform arbeiten, weil wir dadurch eben Ihr Nutzerverhalten lernen. Und wir werten das dann immer aus nach einer gewissen Zeit mit Feedbackschleifen und schauen uns dann diese uninteressanten Projekte an, um einfach sicherzustellen, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt hier gewisse Projekte dabei, die sind uninteressant, können wir hier in diese Filtersysteme, die wir eben mit Ihnen gemeinsam aufsetzen, reingehen und können dann beispielsweise hier mit einer Verschlagwortung diese dann rausnehmen, wenn Sie sagen, okay, Projekte mit sozialer Wohnungsbau ist irgendwie uninteressant, weil da kommen keine hochwertigen Fußböden rein, dann nehmen wir das hier raus und dann würden diese Leads in der Zukunft dann nicht mehr angezeigt werden. Und so werden wir hier eben immer näher an diesen optimalen Lead rangeführt, bis wir dann eben da einen sehr hohen Interessant-zu-Uninteressant-Verhältnis haben. Das ist uns auch immer sehr wichtig, weil wir dann eben die Erfahrung gemacht haben, dass die Vertriebler dann auch gerne damit arbeiten, wenn da sehr wertvolle Leads eben drin sind und da jetzt nicht beispielsweise 100 Leads angeschaut werden und dann 10 als interessant markiert. Da hätten wir dann unseren Job ein bisschen verfehlt. Gut, dann würde ich nochmal auf das Thema kurz gern eingehen wollen mit der Keyword-Suche. Nutzen sehr viele unserer Kunden, weil man, sage ich mal, viele Produkte hat, die an gewisse Keywords gebündelt sind. Zum Beispiel habe ich hier jetzt mal das Keyword hinterlegt, DGNB. Das ist eine Zertifizierung für ein Gebäude, was für nachhaltiges Bauen steht. Und hier können wir dann reingehen in den Text und dann auch nach dem Suchen und sehen dann hier unten in dem Text, dass genau diese Zertifizierung eben angestrebt wird. Und wenn Sie jetzt eben ein Hersteller von, sage ich mal, Produkten sind, die sehr nachhaltig produziert werden, dann haben Sie jetzt wahrscheinlich bei dem Projekt eine höhere Verkaufsmöglichkeit oder Chance. Und solche Leads sind für Sie wahrscheinlich dann einfach wertvoller, als wenn das jetzt nicht drin stehen würde. Und daher können wir hier eben genauer noch verstehen, welche Produkte oder welche Leads für Sie besonders spannend sind und dann gezielt nach diesen Stichwörtern auch in diesen Texten suchen.
Zusätzlich haben wir hier auch noch eine Möglichkeit, eben die Sachen auf eine Wiedervorlage zu setzen, wenn wir sagen, okay, wir haben die Erstansprache hier jetzt gemacht und der Architekt sagt, ja, die Fassade wird jetzt erst in 3 Monaten geplant, dann kann man das hier auf Wiedervorlage 3 Monate setzen, würde dann aus dem Posteingang verschwinden oder aus dem Interessantordner und taucht dann dort da wieder auf zu dem Zeitpunkt, wo Sie sich gesetzt haben. Und zusätzlich haben wir hier doch eine Exportfunktion, da können Sie es entweder gebündelt als Excel-Datei eben exportieren und in Ihr CRM reinspielen. Hier haben wir auch eine Möglichkeit, eine Anbindung zu machen, also eine API-Anbindung zu Ihrem CRM direkt. Ist meistens immer die schlankere Lösung und wird auch von vielen Betrieben mittlerweile genutzt, weil wir sagen immer, der Prozess ist auf der einen Seite fast genauso wichtig wie die Daten, weil man dann eben gemeinsam erfolgreich sein kann. Gut, das war jetzt so viel zu dem News-Bereich, aber wir haben ja nicht nur den News-Bereich, wo wir unseren Algorithmus im Einsatz haben, um diese Live-Daten zu ermitteln, sondern wir haben eben auch den Ausschreibungsbereich. Und bei dem Ausschreibungsbereich, da haben wir diverse Ausschreibungsplattformen zentral bei uns zusammenlaufen. Wir haben jetzt mittlerweile sogar die Möglichkeit, da um die 97% von den deutschen Ausschreibungen ungefähr abzudecken und haben hier diverse Ausschreibungsplattformen zusammenlaufen. Hat einfach den Hintergrund, dass wir sehr schnell festgestellt haben, dass Unternehmen teilweise mit 15 oder 20 diversen unterschiedlichen Ausschreibungsplattformen arbeiten. Und wir wollen hier einfach eine zentrale Lösung anbieten, um einerseits eben diese News, diese Frühindikatoren von Bauprojekten zu erfassen und zusätzlich aber auch die Ausschreibungen hierüber abzuwickeln. Wenn wir uns hier mal die Ausschreibungen anschauen, dann ist es oft ja so, dass Ausschreibungen oft irgendwie viel später in diesem Prozess kommen, wo man eigentlich sagt, man will ja eigentlich als Hersteller teilweise vor der Ausschreibung ran, um seine Produkte hier eben bei den Planern zu platzieren. Und was wir hier jetzt gemacht haben, wir haben jetzt hier einen Filter reingemacht für Architekturvergaben. Bedeutet, dass wir hier immer eine Meldung bekommen, wenn ein Architekt sozusagen jetzt den Auftrag bekommen hat, dort einen Entwurf zu errichten. Da hat jetzt hier war die Vergabe am 27.11. und da hat der baufrische Architekten und Stadtplaner hat den Auftrag hier bekommen von Südhessen, vom Berufsbildungswerk eben hier einen Entwurf zu machen, haben hier auch den Ansprechpartner gegeben. Und hier wäre eben jetzt auch noch eine Möglichkeit gegeben, weil die ganzen nachgelagerten Gewerke wie die beispielsweise der Rohbau oder der Innenausbau, das steht alles noch an. Und hier haben Sie eben noch Möglichkeiten, mit dem Architekten gemeinsam dieses Konzept zu erarbeiten und sich eben da rechtzeitig vor der Ausschreibung, bevor das Gewerk ausgeschrieben wird, dann auch wirklich mit ihm in Kontakt zu treten. Und hier unten können Sie auch immer noch mal in die Ausschreibungstexte reingehen. Hier finden wir auch noch mal meistens ein bisschen größere oder mehr Informationen, was genau gemacht wird oder was da entstehen soll. Und auch hier können wir wieder, hier geht wieder gleiches Spiel, hier können wir auch wieder nach Stichwörtern in dem Text suchen. Wenn Sie sagen, Sie sind ein Anbieter von Systemtrennwänden, dann können wir auch gezielt nach Systemtrennwänden oder vorgehängte Fassade etc. auch hier noch mal suchen. Und soll einfach für Sie das ein bisschen einfacher machen, um ans Ziel zu kommen. Und generell ist es auch so, dass wir natürlich bei den Ausschreibungen auch einfach offene Ausschreibungen suchen können, wo Sie sich auch direkt bewerben können. Also wir können unterschiedliche Zeithorizonte uns anschauen, wann Sie auf das Projekt gehen wollen und dann können Sie da eben Ihre Akquise starten. Zusätzlich ein anderes Thema, was ich Ihnen auch gerne noch zeigen würde, ist unser Key Account Tracking. Wir haben einfach oft das Thema, dass teilweise Sie wahrscheinlich Ihre Key-Accounts auch regelmäßig besuchen oder die Termine machen mit denen und fragen, ja, wie es denn gerade läuft, ob die jetzt neue Projekte haben. Wir haben aber auch schon öfters mal festgestellt, dass in diesen großen Planungsbüros teilweise die im gleichen Großraumbüro hocken zusammen, aber eben die Projekte von anderen Mitarbeitern bearbeitet werden. Und dann teilweise halt nicht zuerst Sie angefragt werden, wenn dieses Projekt bekannt gemacht wird und dann teilweise das Projekt an Ihnen vorbeigeht, obwohl es eigentlich ein Kunde ist, mit dem Sie schon mal Geschäfte gemacht haben. Und was wir hier eine Möglichkeit haben, wir haben hier in diesem News-Bereich eben eine Möglichkeit, auch einen Filter zu machen an beteiligte Firmen. Und hier könnten wir jetzt beispielsweise alle Ihre Key-Accounts mit auflisten, die, mit denen Sie jetzt schon zusammenarbeiten, um einfach sicherzustellen, wenn die an dem Bau beteiligt sind, weil das sind ja eigentlich diese Projekte, die Sie auf gar keinen Fall verpassen wollen. Das ist wahrscheinlich für Sie ein Anruf, um da den Akquiseprozess zu starten, im Gegensatz zu dieser komplett kalten Akquise, wo man teilweise noch einfach nicht in Kontakt mit diesen Herrschaften steht. Und was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe jetzt hier mal nach beispielsweise Hennarchitekten gesucht. In der Artikelsphase habe ich hier die Planung angegeben, weil wir wollen ja frühzeitig dran sein und habe dann hier auch die Ergebnisse bekommen. Das hier eben Hamburg stellt hier ein Projekt vor und hier ist dann eben als beteiligte Firma die Hennarchitekten genannt. Und hier können wir eben so viele Unternehmen, wie Sie wollen oder auch die Leute, die Sie gerne live verfolgen wollen am Markt, eben aufführen, um einfach sicherzustellen, dass wenn diese Firmen an diesem Projekt beteiligt sind, dass sie das auch jeden Fall auch auf dem Schirm haben.
Gut, das war es soweit von den Projekten. Ich würde dann noch kurz auf unsere Aktivitätsberichte eingehen, weil wir haben hier im Haus bei uns ein Customer Success Team, was eben diese Performance dieser einzelnen Filtermodule sich anschaut. Weil, wie ich vorher schon erwähnt hatte, wir sind immer sehr stark daran orientiert, Ihnen eine sehr hohe Anzahl an sehr relevanten Projekten zu übermitteln und nicht sehr viel Ausschuss zu haben. Und das kriegen wir im Endeffekt nur hin, indem wir uns die Performance der einzelnen Filtermodule anschauen. Und das machen wir hier über diese Aktivitätsberichte. Und da können wir uns eben dieses Verhältnis von nicht interessant zu interessant anschauen. Deswegen ist es auch so essentiell wichtig, dass Sie das machen, wenn Sie unsere Plattform bedienen, weil wir da uns genau diese uninteressanten Projekte dann anschauen und die dann mit einer Verschlagwortung aus dem Filter raussetzen können, damit die dann in der Zukunft nicht mehr angezeigt werden. Und somit lernen wir halt einfach auch besser kennen, was so wirklich Ihre Needs sind oder wo Ihre High-Potential-Projekte im Endeffekt verborgen sind und können hier im Endeffekt dann auch gegenwirken. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen hohen Ausschuss feststellen, dann würde was hier mit dem Filter nicht richtig funktionieren. Und dafür haben wir eben den Kundenberater, der in der Laufzeit dann auch für alle Fragen oder Anpassungen ständig für Sie dann auch zur Verfügung steht. Super, ich glaube, das war es jetzt dann schon für alle sogar pünktlich, 15 Minuten. Ich würde hier auch noch mal kurz meine Kontaktdaten einblenden. Für wenn es irgendwelche Fragen gibt, können Sie auch hier gerne jetzt noch stellen. Die kann ich Ihnen jetzt noch beantworten. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine E-Mail oder einen kurzen Anruf, wenn Sie auch vielleicht mal eine personalisierte Demonstration haben wollen, die genau auf Ihr Unternehmen abgestimmt ist, dann sind wir natürlich gerne bereit, das zu machen. Dazu könnten Sie sich dann gerne an mich wenden. Ich sehe, hier sind schon ein paar Fragen. Jetzt gucke ich da mal schnell rein. Okay, er hat nur jemand gesagt, dass es keinen Ton gibt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Problem gewesen, was auf Ihrer Seite liegt. Ich hoffe, die anderen haben mich alle gehört. Aber wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt. Nee, das scheint nicht zu sein. Okay, jetzt kommt noch eine. Ja, Ton hat funktioniert. Super. Alles klar. Dann, wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall alle schöne Weihnachtsfeiertage. Ich hoffe, Sie müssen alle nicht mehr so viel arbeiten jetzt dieses Jahr und guten Rutsch, auch wenn es dieses Jahr vielleicht ein bisschen anders hergeht, was Weihnachten und Silvester angeht. Wünsche ich Ihnen natürlich ein paar erholsame Tage. Und wenn Sie mehr wissen wollen, wie gesagt, einfach den Kontakt suchen. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gehen Sie aktuell im Projektvertrieb vor? Lassen Sie uns einen Kommentar da und wir freuen uns auf eine spannende Diskussion mit Ihnen. Falls wir Ihre Neugierde wecken konnten, klicken Sie doch auf den Link in der Beschreibung und buchen Sie einen Demo-Termin mit uns. Wir werden dann eine absolut auf Sie personalisierte Demo der Buildingradar-Plattform vorbereiten und einer unserer Produktexperten wird gemeinsam mit Ihnen den Business Case erarbeiten. Falls Sie öfter Videos dieser Art von uns sehen möchten, klicken Sie auf Abonnieren, geben Sie uns ein Like. Vielen lieben Dank.